Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 3. Wir sind immer noch hier in dieser ewig langen, sehr modern aussehenden Pyramide und müssen das NES-Zubehörteil, Rob, ihr kennt doch alle Rob aus Smash Bros, oder? Ja, Rob müssen wir immer noch zusammenbauen. Uns fehlt nur noch ein einziges Teil. Tja, und ich habe im letzten Part vergessen, wie man das am besten bekommt. Wir brauchen Keim und die Elektrofähigkeit oder Plasmafähigkeit oder wie man sie auch nun immer nennen mag. Tja. Und da habe ich jetzt extra in meinem alten Let's Play nachschauen müssen, denn diese Kombination hier, die kennen wir ja schon aus Kirby's Dream Land 2. Haben wir ja Let's Played vor kurzem, tja. Und die Fähigkeit, mit der konnte man ja auch schon Räume ausleuchten mit dieser Kombination, tja. Das müssen wir diesmal wieder machen. Okay, ich glaube, da oben war es, oder? Bitte lass das die richtige Tür sein. Ja, das ist sie. Das ist der dunkle Raum und ihr merkt hier immer den Raum, also die Tür nehmen mit dem Kreis. Die mit den Xeln ist nie wirklich gut. Okay, diesmal gehen wir links lang. Oh ja, nebenbei bemerkt, ihr fragt euch bestimmt, wie ich jetzt sehe. Ich habe da jetzt bestimmt nicht über Nacht die Konsole laufen lassen. Ihr kennt ja meine Einstellung. Ich nehme Parts, ich lade die Parts immer gleich hoch. Also in der Reihenfolge, in der ich sie aufgenommen habe. Also, ich nehme nie immer viele Parts am Stück auf, immer nur meist einen. Jetzt fragt ihr aber bestimmt, wie ich mittendrin im Level die Konsole ausschalten konnte und immer noch an derselben Stelle weiterspiele. So, da haben wir den letzten von Rob's Time. Das war das Fahrgestell unten, oder? Glaub schon. Naja, gut. Okidoki, das hätten wir. Tja, es gibt bei den Wii Virtual Console Spielen allerdings nur bei NES und SNES. Bei N64 Spielen geht das leider nicht. Und das geht nicht mehr auf der alten, also auf der neuen Wii, also auf der Wii U. Sondern nur bei den Wii Virtual Spielen und auch nur NES und SNES. N64 ist leider nicht drinnen. Naja, was wollte ich sagen? Ja, wenn man da einfach ins Home-Menü zurückkehrt, also ihr wisst schon, Home-Knopf drücken und dann ins Home-Menü zurückkehren, dann. Und dann das Spiel wieder startet, dann startet ihr von dem Punkt aus, wo ihr das letzte Mal wart. Versteht ihr? Ja, wirklich. So einfach geht das. Okay, und jetzt sind wir wieder aus der Pyramide heraus. Und ist meiner Meinung nach der größte und meiner Meinung nach fast auch beste Level. Auch wenn das sehr schwer ist und Rätsel aufweist. Aber es ist ein sehr guter Level. Das muss man schon dazu sagen. Oder Kain kann ja richtig Stoff geben. Wer hätte das gedacht, dass ich mit Kain mal durch die ganzen Kanonen durchrasche. Und kaum sage ich das, wenn man vom Teufel spricht. So, da hätten wir Rob zusammengebaut. Und das hier ist Robs Erfinder. Er heißt offiziell Professor Hector. Ja, hat man nicht so gut gezeichnet. Was wollte ich sagen? Wow, so weit bin ich ja noch nie gekommen, aber ich wollte die Maxi-Tomate haben. Naja, okay, tja. Ich kann es immer noch gerne dazu sagen, Rob war ja ursprünglich nur ein Zusatzteil für den NES. Okay, und jetzt bekämpft man Pon, den Waschbären, und Con, den Fuchs. Beide ebenfalls. Das System kennt man ja, wie die kämpfen, kennt man ja von Ruff und Nelly aus Kirby's Dream Land 2. Die sind ja dieses Mal nur Mini-Bosse und keine... Na gut, Mini-Bosse sind sie eigentlich auch nicht. Es sind, ja, einfach nur gewöhnliche Gegner, Ruff und Nelly. Aber Pon und Con kämpfen in dem Spiel recht ähnlich. Alle Heps. Ich habe jetzt gar keinen Schaden genommen, weil ich auf die Hosenmetze draufgesprungen bin. Oh, wie süß die Kleinen, die hinterher rennen. Ah, den Kampf fand ich schon immer süß. Pon und Con haben meiner Meinung nach auch einen sehr süßen Auftritt in der Serie. Da mussten sie ja Wispy Woods vor Kirby beschützen, also den Wald. Oder diesen alten Baum. Wie hieß er? Eichfried. Eichfried hieß er. Tja. Und letztendlich hat Kirby dann und seine Freunde gemerkt, dass es ein Fehler war, die zu bekämpfen. Tja. War aber auf jeden Fall ein sehr süßer Auftritt von denen. Uiuiuiuiui. So. Na, wo bist du, Pon? Pon ist der Waschbär und Con ist der Fuchs. Okay. Na toll, aber mal wieder. Die beiden sind ja eigentlich so wie in der Serie lieb. Na toll, Game Over. Das heißt wieder vom Titelbild aus starten. Ist ja ganz großes Klasse. Oh, wir haben schon die Hälfte des Spiels durch. So. Komm, jetzt müssen wir nur noch den Dings besiegen. Also die beiden da. Okay, wisst ihr was? Ich mache mir mal einen Joey. Warum auch nicht? Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Alle Apps. Oh ja. Andererseits, was nützt du mir? Weg mit dir. Jipsa! Ja, man muss auch beide einzeln besiegen. Oh! Ey! Ey! Ui!
Ja, Waschbären tragen keine Maske. Auch wenn viele Leute das immer noch glauben. Naja, unter anderem Tiger. Da empfehle ich euch mein Tigers Honey Hunt Let's Play. Oh, den einen haben wir schon. Ja, diesmal habe ich es besser verteilt als vorher. Hey, also bitte. Und man muss halt immer den Großen von beiden angreifen, ihr wisst schon. Nicht die Kleinen da, sondern die Großen. Aber die Kleinen sind ja übersüß. Ja, wie knufflig. Oh, habe ich ihn jetzt... Ich habe den wieder nicht getroffen, warum? Wieso habe ich den jetzt wieder nicht getroffen? Ich merke an der Energieleiste, ob ich ihn getroffen habe oder nicht. Was zum... Wieso? Ja, und diese komischen Bomben da oben... Warum kommt der jetzt nebenbei bemerkt gar nicht mehr, der Große? Wieso kommt der nicht mehr? Hat er etwas Schiss? Na, wo ist er? Nein! Der ist Kong, soll aber nett sein. Der ist aber hartnäckig, der gute Pon. Oh, keine Munition. Ich wiederhole, keine Munition. Und ich wette, jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er. So, na, endlich habe ich mal wieder einen Treffer landen können. Oh ja. Naja, naja, Rob. Das war, glaube ich, sein allererster Auftritt in einem Videospiel. Ich meine, bisher haben sich ja viele auch gefragt, wer ist denn Rob? Ich meine, Rob ist ja der einzige Smash Bros. Kämpfer und auch die einzige Amiibo-Figur, die nicht auf einem Nintendo-Charakter basiert. Ja, wirklich. Rob ist ja wirklich nur ein Zusatzteil für den NES. Und abgesehen davon, dass er in Mario Kart DS oder auch hier in Kirby Stream Land 3 auftaucht, ist er ja eigentlich wirklich kein Nintendo. Also kein Charakter, sondern ein Zusatzcontroller. So, ich hab's, Halleluja. Wow, die waren jetzt gar nicht mal so einfach. Oh, ich glaube, ich steuere am besten mal beiseite. So, wir haben alle Herzsteine, das heißt, Pon und Con werden ebenfalls vom Dark Matter erlöst. Bei denen freue ich mich am meisten, denn die sind so süß. Naja. Aber auch Arthro und Wispy Boots und auch der nächste Boss. Obwohl der nächste Boss, den mag ich eigentlich am wenigsten. Naja, egal. Vor allem, weil der nächste Boss nicht so richtig in die Kirby-Reihe mal für meinen Geschmack reinpasst. Naja, okay, gib Stoff, Kirby. Oh ja. Ah, der Sand Canyon irgendwie gefällt er mir. Aber die nächste Welt... Die, apropos, ne, fällt euch auf, überall sind so, bei beiden Welten sind diese drei Punkte. Die nächste Welt ist der Cloudy Park und ich kann mich nicht, früher war ich immer der Meinung, dass Sand Canyon wäre die beste Welt, aber mittlerweile, na, gehört einfach mit Pitch ab. Und Kirby, Wut entbrannt hinterher. Was wollte ich sagen? Ja, mittlerweile finde ich fast, dass ich den Cloudy Park besser finde. Okay, ja, der Cloudy Park ist eine Wolkenwelt. Wolkenwelten gehören dazu. So. In dem Level brauche ich die Besenfähigkeit und jetzt wischen wir mal die Hexe da weg. Was wollte ich sagen? Aber das war irgendwie vorher zu sehen. Naja. Okay. Hallo? Hexchen? Ah ja. Diese Märchen mit den Hexen, irgendwie mochte ich die nie früher. Meine Hänsel und Gretel. Ich war nie ein Fan von Märchen. Meiner Meinung nach sind Märchen, unrealistisch. Das kann man doch nicht glauben. Mir wurde das auch nie erzählt, weil die meisten Märchen ja zu arg sind. Okay, eigentlich brauche ich ja Kuh, aber Moment. Ja, das ist auch ganz witzig. Wie er mit dem Besen schön Staubwischen tut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir Kuh in dem Level überhaupt kriegen. Ich spiele einfach mal auf gut Glück los. Probieren kann man ja immer, tja. Und wie bereits gesagt, dieser kleine Trick, werde ich auch, den habe ich auch oft bei Super Mario RPG verwendet, den Trick mit dem Abspeichern. Das werde ich auch zweifelsohne im Super Mario RPG, wann auch immer das starten wird, also das Let's Play zu Super Mario RPG. Aber wenn es starten wird, dann werde ich diesen Trick auch ein bisschen benutzen, um... Ach, wisst ihr was, da wir jetzt einfach mal auf Kuh warten, würde ich sagen, probieren wir mal ein paar andere Tierfreunde aus. Das haben wir ja schon im letzten Part gesehen, wie Nago wortwörtlich mit Kirby den Boden aufwischt. Ja, dass ich die meisten Fähigkeiten früher echt nie ausprobiert habe. Das ist erstaunlich. So. Weg mit dir. Okay. Gib Stoff. Aber kriegen wir denn endlich Kuh? Langsam werde ich nervös. Oh nein, Pitch ist mir für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam. Und wir haben ja schon Pitch und die Besenfähigkeit gesehen. Ja, Besen-Kirby sollte in
Kirby GCN auftreten. Das ist ein Kirby-Spiel, was für ein GameCube in Arbeit war. Aber wer Kirby kennt, der weiß ja, dass es für ein GameCube nur Kirby Air Ride gibt. Tja. Aber so ein Spiel namens, ja, wie hieß es ursprünglich, das, wie der Beta-Name sein sollte, ist ungeklärt. Viele sagen, es hatte keinen Namen und der Produktionsname einfach nur Kirby GameCube, also Kirby GCN. Da oben ist schon wieder dieser Kirby Imposator, also dieser Betrüger da oben. Okay, schon wieder nicht. Wo bleibt denn Q? Ich brauche ihn jetzt langsam. Aber ich glaube, der Abschnitt kommt noch nicht. Ihr wisst ja, in jedem ersten Level müssen wir einer Blume einen Gefallen tun. Okay, gut. Die Spinne habe ich ja jetzt schön. Aber Spinnen sollte man aus dem Haus eigentlich nicht vertreiben. Die sind nützlich. Naja. Und es wurde halt von diesem Kirby-Spiel für den GameCube ein Trailer gesagt. Ah ja, das ist ein Ruff. Also von Ruff und Nelly. Lustig, gerade eben spreche ich die noch an und da sind sie schon. Okay, naja. Was wollte ich sagen? Maxi-Tomate? Nein. Kirby, ich glaube, es sollte eigentlich Kirby's Adventure GCN heißen. Letzten Endes, der Kirby's Adventure Wii hat dann sehr viele Elemente von diesem Spiel. Sowohl auch den HRD3, der da das erste Mal vorgestellt wurde. Da war halt so ein, obwohl, keinen brauche ich ja auch. Den brauche ich. Ich brauche Q. Oh ja, und jetzt soll ich aufpassen. Oder Moment, kommt der Abschnitt schon? Ja, ich erinnere mich, im alten Let's Play habe ich jetzt ziemlich oft neu starten müssen, weil ich Q verloren habe. So. Walz die Gegner platte, lieben Felsen. Tja, und da wurde halt in dem Trailer die Besenfähigkeit gezeigt für diesem Kirby GameCube Spiel. Das war eigentlich auch ganz interessant. Das war wie Kirby 64 oder auch Kirby Triple Deluxe ein 2,5D Spiel. Also man bewegt sich zweidimensional, aber die Hintergründe und so sind sehr dreidimensional. So wie Kirby 64, ja. Meine Fähigkeit! Ganz ruhig bleiben. Jetzt habe ich Q und den Besen verloren. Nicht aufregen. Ganz ruhig bleiben. Komm schon, Kirby, du musst jetzt so schnell wie möglich Stoff geben. Ich möchte nicht den ganzen Level. Am liebsten würde ich einen Cut machen, aber ich hätte ja wenigstens Q noch behalten können, anstatt mich absichtlich in die Bucht runterzuschmeißen. Toll, das bringt ja jetzt auch nicht mehr viel. Wenn ich mit der Energieleiste hinkomme. Oder mit der Lebensanzahl. Meine Güte. Aber ich möchte mich nicht mehr so aufregen. Ich habe mir zum Beispiel mal einige Best-Offs vom guten David, das ist einer meiner Abonnenten, angeschaut. Ja. Und unter anderem das Best-of von Kirby und der Regenbogenpinsel. Das blieb mir in Erinnerung. Meine Güte, wie war ich denn da drauf, wenn ich fragen darf? Da bin ich ja manchmal richtig ausgeflippt in dem Let's Play. Warum? Ich meine, und auch bei einigen, wie bei Super Mario Maker zum Beispiel. Ich flippe in letzter Zeit, warum auch immer, bei den Projekten meist aus und schreie richtig herum. Das ist dann so selbst für mich zum Anschauen nicht mehr lustig. Ich möchte mich entschuldigen, falls das manchmal passiert, aber ich weiß nicht warum. Warum ich da manchmal so losschreien muss. Na gut, bei Kirby und der Regenbogenpinsel war die Steuerung schuld. Es tut mir echt leid. Tja, und darum habe ich jetzt Ruhe bewahrt. Ich möchte mir das ein bisschen abgewöhnen. Ist ja bestimmt auch für meine Fans nicht richtig nett zum Anhören. Gut, wo war ich gerade stehen geblieben? Bei dem Kirby GameCube-Spiel. Tja, und da war halt der Besen zu sehen. Aber Besen Kirby kam halt letztendlich nur in dem Spiel und in der Serie vor. Halt in Folge 38 und 81. Ah ja, warum hat man ab Folge 55 nicht weiter übersetzt? Ich finde das so schade. Ja wirklich, warum? Und der Kirby-Imposator da oben wird schlussendlich dann doch irgendwann überrollt, soweit ich weiß. Aber ich glaube, ich möchte mich nicht in so eine Situation mehr geben, wo ich dann plattgerollt werde. So, diesmal pfeife ich auf die ganzen Sand am Rand. Aber auf die Maxi-Tomate nicht. Die brauche ich auf jeden Fall. Okay, und ganz wichtig, den Besen behalten. Den Kuh und die Besenfähigkeit, ihr wisst ja, wie er da mit dem Staubwedel herumtut. Tut mir leid, Keim. Ich brauche den lieben Herrn Kuh. Also, mitkommen. So, und jetzt, wenn ich bitten dürfte, aufpassen. Und ja, nicht in Gegner reinrauschen. Das fand ich schon immer ein bisschen doof, dass man dann gleich seine Fähigkeit verliert. Warum?
Meine Bauch. Wow. Hätte mich der Felsen erwischt, dann würde ich jetzt schön dastehen. Okay. Upsa. So. Da bleibe ich am besten einfach oben, sodass der da unten die Typen diese Sparkies heißen sie, glaube ich. Sparkies. Na cool, Kopffedern werden gerade schön überrollt. Habt ihr es gemerkt? Ein bisschen wurden die Kopffedern schon geplättet. Okay. So. Erstaunlich, der Sparky war schon wieder da. So, und jetzt sollte ich enormst aufpassen. Jetzt ist der Bereich. Die Wolken machen es natürlich nicht gerade einfach. Die Hexen lasse ich jetzt einfach mal. Aber das ist der Bereich, von dem ich gesprochen habe. Ihr merkt, diese Blumen, die sind von irgendeiner Rußschicht bedeckt. Vielleicht von einem Vulkanausbruch oder so. Und die müssen wir jetzt mit dem Staubwedel entstauben. Puh, als Staubwedel. Na, witzig. Aber ja, nicht danach drauf treten. Das ist mir mal passiert und dann habe ich mich enormst geärgert. Aufpassen, und mit Q ist das eigentlich eh gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es geht auch nur mit Q und der Staubwedelfähigkeit, sage ich jetzt mal. Ja, die glänzt auch schon schön. Was sind das für Blumen? Ich habe keine lausige Ahnung. So, die Wolken stören irgendwie. Ich glaube, das war's. Ich bin gespannt. Oh! Ich habe jetzt nichts gesagt, weil ich mich heimlich geärgert habe. Habe ich den Herzstein jetzt eh mitgenommen? Weil ich gedacht habe, ich hätte eine Blume ausgelassen. Aber scheinbar war das gar nicht so. Die Blume hat einfach nur... Scheinbar muss man sich da richtig davor stellen, bevor man irgendwas von der geizigen Blume kriegt. Okay, gut. Nächster Level. Oh ja, den mag ich. Das ist ein schöner, wolkiger Level. Seht euch nur mal diese schöne Atmosphäre an. Ah ja, der Cloudy Park, der muss man sagen, der ist richtig gut. Wie kann ein Schneemann eingefroren werden? So, jetzt machen wir mal ein Rennen mit ihm. Los, los, hol den Chili ein. Gib Stoffkuh. Ah, schade, hab ich nie mehr eingeholt. Naja. Okay. Ich nehme mal Nago. Ja, warum auch nicht? Nago, anders als Kuh und Nago hat man, glaube ich, bislang genau gleich oft. Naja. Anders als Kuh und die Eisfähigkeit ist nützlicher als das hier. Anders als damit. Ja, na, der Cloudy Park. Dieses Spiel, vor allem diese Welt hier und auch, ja gut, vor allem diese Welt hier. Und auch die, ja, ich habe da so schöne Erinnerungen an das Spiel dran. An eine Zeit, bevor ich mit dem Let's Playen angefangen habe. Na gut, es ist jetzt auch noch eine schöne Zeit, aber irgendwie kommt mir so vor, kennt ihr das manchmal, wenn ihr an alte Zeiten denkt und denkt, irgendwas war damals, was es heute nicht mehr im Leben gibt. Und irgendwie solche Erinnerungen habe ich an die Zeit, wo ich diese beiden Spiele, Kirby's Dream Land 3 und Kirby 64, das erste Mal gezockt habe. Meine Güte, das war eine schöne Zeit damals. Oh ja, ja, die war wirklich schön. Gut, ich muss gerade überlegen, in jedem zweiten Level müssen wir jemanden irgendeinem... schwachsinnigen Gefallen tun. Obwohl, das ist der einzige nicht schwachsinnige Gefallen in dem Level. Moment. Ah, diese Gegner hier, die gab es auch in Kirby 64. Sind das nicht auch dieselben, die jetzt auch als Marken zum Beispiel in Nintendo Badger Cards sind? Moment. Ich muss ein bisschen darauf achten, welche Gegner ich platt mache. Dem. Moment, geben die mir eine Fähigkeit da? Nein. Ich brauche nämlich die Igel-Fähigkeit in dem Level gegen Ende. Auch die Luftströme hier. Der Level hier ist einfach nur schön und ich habe irgendwie so schöne Erinnerungen an das Spiel. Warum auch immer. Und man überlegt sich dann immer, was war damals anders, was es heute nicht mehr gibt. Ja, meistens ist es gar nichts. Na gut, vielleicht so, dass wenn man dann älter ist, dass dann das meiste einem nicht mehr so schön vorkommt. Ja, diese Propellers, die aus den Eiern schlüpfen. Parasiten! Also ernsthaft. Soll ich mal aufpassen, was meine Energieleiste angeht. So. So, Scurvy. Die Scurvy sehen in dem Spiel irgendwie so, schwer zu sagen, speziell gezeichnet aus. Irgendwie so cartoon-mäßig. Obwohl Kirby und die tierischen Freunde sehen auch so aus. Naja. Okay, aber der Level hier, auch wenn er
Auch wenn jeder Abschnitt praktisch das gleiche ist. Jetzt erst auf. Nein, nein! Na toll. Ernsthaft, wie oft bin ich hier gerade abgestürzt? Was zum... Bin ich jetzt wirklich so oft abgestürzt? Okay, dann eben nochmal. Diesmal mache ich einen Speedrun. Oh ja. Ah ja, und jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach glücklich mit diesen schönen Erinnerungen an früher. Irgendwie mit Kirby 64 verbinde ich irgendwie noch mehr. Warum auch immer. Ja, wirklich, mit Kirby 64 verbinde ich irgendwie noch mehr schöne Erinnerungen. Aber auch mit meinem Lieblingsspiel, Kirby und das magische Garn. Ja, das war irgendwie eine schöne Zeit damals, wie ich, ja, auch damals mit Super Mario RPG. Na, das waren wirklich schöne Zeiten. Die Zeiten der Wii. Naja. Ja. Warum auch immer die Wii U? Bei der Wii U kommt mir so vor, mir da fehlt irgendein gutes Spiel. Ja, wirklich, auch wenn die Wii U eine tolle Konsole ist. Ja, auch Kirby und der Regenbogenpinsel war toll. Aber mir kommt es immer noch so vor, dass bei der Wii U noch irgendwas fehlt. Ja klar, es gab noch kein Paper Mario und kein wirkliches neues Zelda-Spiel. Obwohl Paper Mario Color Splash wurde ja jetzt angekündigt. Und ein klassisches Kirby-Spiel gab es auch noch nicht und auch kein wirkliches Pokémon-Spiel bisher. Ja, das fehlt noch alles. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Mir kommt jetzt so vor, dass der Release von der NX wird jetzt irgendwie verschoben. Ich meine, habt ihr in dieser neuen Nintendo Direct, wo auch Kirby Planet Robot angekündigt wurde, irgendwas von der NX gehört? Ich nicht. Da vermute ich, dass sie den X jetzt endlich, jetzt checken sie es endlich, dass sie die noch ein Weilchen auf Eis legen müssen. Dass, ja, die Wii U braucht halt noch Spiele. Endlich checken sie es, kommt mir vor. Okay. Gib Stoff. Nago? Ja, Nago, die Katze. Ist eine Katze. Auch wenn er, ja. Das erinnert mich irgendwie, bis auf die schwarzen Flecken, irgendwie sehr an meinen Kater Tiger. Videos davon gibt es auf dem Kanal, dem Katzenkanal meiner Familie, KR Kittens. Ja, mein Gott. Und Tiger ist sehr verfressen. Immer wenn die anderen Katzen, ich habe ja einige Katzen, 7 Stück, und immer wenn die anderen Katzen was zum Essen übrig lassen in den Schüsseln, zum Fressen, dann frisst er es auf. Deshalb ist er mittlerweile ganz schön rund worden. Ja. Ein bisschen Übergewicht hat er schon. Aber wie kann man eine Katze am besten auf Diät setzen? Wisst ihr da was? Falls ihr was wisst, ab in die Kommentare. Ja, wirklich, kein Scherz. Wenn ihr da wirklich irgendwas wisst, in die Kommentare. Okay. Und den Level hier würde ich jetzt auch gerne mal packen. Ich habe ja... Ah, den hier brauche ich. Den, wie hieß er? So. Eagle Kirby brauche ich. Und zwar aus einem... Das ist eigentlich der vernünftigste Grund bisher, warum jemand unsere Hilfe braucht. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr merkt es hier. Der uns um Hilfe bittet, oder beziehungsweise die, ist ein Huhn. Ein Hühnchen. Und dieses Huhn, ja, das hat ein paar Probleme. Kommt der Abschnitt jetzt schon? Nein, da kommt noch ein Abschnitt dazwischen. In jedem Wolkenbereich hier scheint jetzt irgendwie ein bestimmter Gegner zu sein. Okay. Naja. Mit der Welt verbinde ich jetzt irgendwie so viel, aber vielleicht auch nur, weil sie mich so sehr an Kirby 64 erinnert. Da gab es ja auch einen wunderschönen Level. Aber auch mit Kirby's Adventure Wii. Ah, da werde ich glatt ein bisschen sentimental und muss heulen. Na gut, Spaß. So, ihr merkt, dieses Hühnchen hier kommt vom Ballon nicht mehr runter. Und wir müssen den Ballon einfach mit der Igelfähigkeit zerstechen. Das war alles, was wir tun müssen. Ja, und jetzt überreicht uns Mama Huhn einen Herzstein. Danke, Mama Huhn. Aber Hühner... Mag ich am liebsten am Teller. Na gut, das hätte ich jetzt vielleicht nicht in deren Gegenwart sagen sollen. Ja, aber ich mag wirklich Huhn. Aber ich mag auch irgendwie Hühner als Tiere, also als lebendige Tiere. Aber ich meine, der Cloudy Park fällt mir auch zudem so gut. Seht ihr mal, zuerst die Berge, dann die Wolken, dann die Gewitterwolken, dann der Wirbelsturm und die Erdbeere im Hintergrund. Die ist einfach so schön, die Oberwelt auch so. Und jetzt sind wir von den entspannenden Wolken in Gewitterwolken geraten. Aber den Level mag ich eigentlich auch sehr. Vor allem die Gewitterwolken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich Regen. Ich weiß nicht, irgendwie gerade eben. Genau in diesem Moment, wo ich das hier aufnehme, regnet es draußen. Ja wirklich, da regnet es gerade draußen. Und irgendwie dieses Wetter, wo es nicht vollkommen draußen stürmt, also Gewitter, aber trotzdem ein bisschen vor sich hin regnet und wo man dann drinnen hockt und ein bisschen zocken kann. Irgendwie mag ich das Wetter. Auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt. Und jetzt, oh,
Das scheinbar hat Eule in der Folge von Winnie Pooh, wie hieß die Folge nochmal, Geben oder Nehmen? Ihr wisst schon, da mit der Mäusebande. Da hat der Eule mal gesagt, damals im Gewitter von 19 irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Ne, wirklich, die Zahlen weiß ich wirklich nicht mehr. Eule hat ja immer so viel angegeben. Da hat sie mal gesagt, damals war das Gewitter so schlimm, dass es sogar die Regenwolken überflutet hat. Tja, und hier in Dreamland scheint das sogar möglich zu sein. Hey du, die Wolke da oben, ihr merkt, diese komischen Gegner da oben sind schuld. Bleibt stehen. Naja, aber egal. Aber ihr kennt leider das System, in jedem dritten Level gibt's ein Minispiel, wo wir uns was merken müssen. Ja, es gibt allerdings auch ein paar C-Bons, also ihr wisst schon, das hier sind C-Bons. Okay. Also, ja, C-Bons. Moment. Jetzt saug ihn auf. Jetzt saug Joey auf, ich möchte Joey nicht haben. Ja, runterschlucken. Weiter geht's. Oh, das Minispiel. Na toll. Jetzt bin ich schon da. Mal wieder habe ich nicht mitgezählt. Na toll. Oh ja, hier müssen wir uns die Farben der Gordos merken. Die farbigen Gordos gefallen mir aber irgendwie. Naja, aber das machen wir im nächsten Part. Also, tschüss.